Dem Falter wurde das Protokoll eines ehemaligen Redaktionsmitglieds des ORF-Landesstudios Niederösterreich zugespielt. Über Jahre hinweg hat diese Person dokumentiert, wie Robert Ziegler, der Direktor im Landesstudio Niederösterreich, ein System von politischen Interventionen, mutmaßlichem Machtmissbrauch und einem sehr fragwürdigen Verständnis von Journalismus kultiviert hat. Laut dem Protokoll wurde der ORF Niederösterreich unter Robert Ziegler praktisch zum Sprachrohr von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrer Partei, der ÖVP Niederösterreich. Barbara Todt, die Leiterin des Falter Medienressorts, hat das Protokoll erhalten und gelesen. Barbara, was steht denn jetzt eigentlich in diesem Protokoll drinnen? Ja, also dieses Protokoll zeigt neben den politischen Interventionen vor allem eines, nämlich wie willfährig der ORF Niederösterreich-Chef Robert Ziegler das alles auch umgesetzt hat und wie er innerhalb der Redaktion ein Klima der Angst schuf, auch mit Machtmissbrauch, durch Verletzung seiner Fürsorgepflicht als Arbeitgeber, um eben sein Haus auf Linie zu bringen. Und das hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele Redakteure einfach umgesetzt haben, was er gefordert hat, obwohl sie wussten, dass das nicht den journalistischen Kriterien entspricht. Wie kann man sich solche Interventionen in der Praxis vorstellen? Von der ÖVP Niederösterreich an den ORF lief das sehr oft über E-Mails oder auch über Anrufe, einfach der O-Ton, den hätten wir schon vorbereitet, quasi den soll man doch spielen. Oder wir haben eine Pressekonferenz vorbereitet, diese und jene Leute würden dazu gerne etwas sagen. Und die gingen dann tatsächlich eins zu eins so auf Sendung. Und innerhalb des ORF hat Robert Ziegler über Nachrichten, über Mails und auch persönlich minutiöse Regieanweisungen gegeben, wie Beiträge auszuschauen haben. Welche Politiker zu sprechen haben, welche nicht, welche lang, welche kurz sprechen sollen. Natürlich die ÖVP-Politiker immer ausführlich und jedenfalls die der Opposition und Kritiker weniger oder gar nicht. Gibt es dafür konkrete Beispiele? Also das bekannteste Beispiel ist jenes des Festivals Grafeneck, ein Kulturfestival, wo Ziegler tatsächlich einer Redakteurin aufgetragen hat, die schon am Heimweg war, noch einmal zurückzufahren, um einen O-Ton, also einen Originalton von der Landeshauptfrau Mikl-Leitner einzuholen, der für den Bericht journalistisch völlig wertlos war. Und seit wann stehen diese Vorwürfe im Raum? Die konkreten Vorwürfe gegen Robert Ziegler sind das erste Mal Mitte Dezember aufgetaucht. Da haben Presse Standard und der Spiegel darüber berichtet. Und seitdem ist das quasi ein richtig großes Thema, weil natürlich bei den niederösterreichischen Landtagswahlen so etwas noch schwerer wiegt, als wenn kein Wahlkampf wäre. Was wusste die ÖVP, kann man das sagen? Also wenn man die Mails liest, wenn man dazu recherchiert, dann entsteht der Eindruck, dass das Hand in Hand ging. Also die ÖVP wusste sehr genau, was sie da tut und sie fand im ORF-Chef einen willfährigen Handlanger, der das mit ihr gemeinsam umgesetzt hat. Der ORF hat jetzt eine sogenannte Evaluierungskommission eingesetzt, um die Vorwürfe zu untersuchen und die ist auch durchaus ernst zu nehmen, wenn ich dich richtig verstehe. Die Kommission soll ja nicht nur politische Intervention untersuchen, sondern auch den Vorwurf des Machtmissbrauchs. Was ist denn dazu aus der Kommission zu hören? Die haben alle Verschwiegenheitsklauseln, aber das, was nach außen dringt, zeigt, dass es da wirklich ein systematischer Machtmissbrauch stattgefunden hat. Leute, die nichts pariert haben, denen wurde Sendezeit entzogen, deren Karriere wurde verhindert. Es sind sehr, sehr viele in den letzten, also seit 2015 sind sehr, sehr viele auch freiwillig weggegangen und vor der Kommission haben Menschen ausgesagt, die dabei auch in Tränen ausgebrochen sind. Welche Konsequenzen gab es eigentlich bisher für Robert Ziegler? Es ist nicht das passiert, was hätte passieren sollen. Also ich persönlich finde, Ziegler hätte nach Vorliegen solcher Vorwürfe vielleicht einmal einen Urlaub antreten sollen oder seinen Weihnachtsurlaub verlängern sollen bis zur Klärung der Vorwürfe. Das hat er nicht gemacht. Er wurde auch nicht suspendiert. Das wäre arbeitsrechtlich auch schwierig. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass der ORF-Chef Roland Weißmann ihm quasi eine Aufpasserin zur Seite gestellt hat für die Berichterstattung der Landtagswahlen. Jetzt platzen diese Ereignisse ja mitten in den niederösterreichischen Wahlkampf. Wie haben denn die ÖVP und ihre Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner reagiert? Na, das ändert sich gerade. Das ist nicht uninteressant, weil die Johanna Mikl-Leitner, also die Landeshauptfrau, hat das zuerst abgetan als
Intrige als interne im ORF und das muss der ORF intern auch lösen. Also so nach dem Motto, ich habe damit gar nichts zu tun. Mittlerweile hat sie umgeschwenkt und hat gesagt, sie braucht das sogenannte Anhörungsrecht gar nichts. Das Anhörungsrecht, muss man kurz erklären, ist das Recht, das derzeit jeder Landeshauptmann hat, nämlich dass er mehr oder weniger sich seinen ORF-Landesdirektor aussuchen kann. Bevor der bestellt wird oder sie bestellt wird, muss sie oder er dem Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau vorgeschlagen werden, was irgendwie völlig abstrus ist eigentlich. Das nennt man Anhörungsrecht. Naja, und Johanna Mikl-Leitner hat eben jetzt gesagt, sie braucht das nicht mehr eigentlich, ja, aber das hat quasi die Bundesregierung zu klären. Mal sehen, ob die Bundesregierung das als Aufforderung nimmt, den ORF zu entpolitisieren. Das wird seit vielen, vielen Jahren von Expertinnen und Experten vom Redakteursrat gefordert. Dieses Anhörungsrecht ist einer der schlimmsten Dinge im ORF-Gesetz. Also mal sehen, ob das sich jetzt bessern wird. Erklär doch bitte mal kurz, warum ist das jetzt eigentlich eine große Sache? Also diese Vorgänge entsprechen ja wahrscheinlich dem Bild vieler in der Bevölkerung. So quasi Politik und Medien richten sich's halt untereinander. Ja, aber die Politik und die Medien sollen es sich nicht untereinander richten. Das ist nicht Aufgabe des Journalismus und das ist extrem schädlich und gefährlich für unsere Demokratie. Die Journalisten sind die, die darauf aufpassen sollen und darauf schauen sollen, ob die Politik Fehler macht oder nicht. Und sie sollen nicht am Schoß der Politik sitzen, sondern der Wachhund sein.